Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Morgen wieder ein arbeitsmarktpolitisches Thema. Und wie das so ist, auch mit Themen und Statistiken, man kann es ja mehr von unterschiedlichen Seiten angehen, ein Thema und auch unterschiedlich betrachten. Häufig kommt man dann ja auch zu ganz anderen Ergebnissen. Heute Morgen zum Beispiel war ich sehr erfreut, als ich die Nachrichten hörte und vorab die Zahlen verkündet wurden, wie sieht es aus am Arbeitsmarkt in Deutschland. Und da kam die Meldung, werden Sie sicherlich auch gehört haben, neues Rekordtief, und das ist ja eine positive Sache, nur noch 2,93 Millionen Arbeitslose. Wir sind uns immer einig, jeder Arbeitslose ist zu viel, aber Fakt ist, dass wir hier stabil unter der 3-Millionen-Marke uns einpendeln, und das ist ein Erfolg. Dann kann man immer sagen, worauf ist der Erfolg zurückzuführen? Das haben wir schon hier häufig diskutiert, dass die Reform aus dem Jahre 2003 unter Rot-Grün mit Unterstützung der CDU geführt haben, dass wir, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik haben. Wir haben noch nie so viele Beschäftigungsverhältnisse gehabt und noch nie so wenig Arbeitslose. Und was mich da so ein bisschen besonders stolz macht, ist die Tatsache, dass wir in Europa eine Rolle einnehmen, wo wir uns nicht verstecken brauchen, sondern dass wir an der Spitze stehen, was Erfolge auf dem Arbeitsmarkt betrifft. Und dann ist natürlich die Frage, was ganz konkret dazu geführt hat, zu diesen Erfolgen. Herr Förster hat es in seiner Einbringung gesagt, die Flexibilisierung, ich habe das jetzt so verstanden, dass Sie da nicht besonders erbaut sind, dass es jetzt unterschiedliche Arbeitsmarktinstrumente gibt. Sie haben aber zumindest auch nicht negiert, dass Leiharbeit bzw. Werksverträge, so habe ich es auch verstanden, ein mögliches Mittel sind. Ich bin der Auffassung, wir sollten uns dann mal anschauen anhand von Statistik, wie groß dann überhaupt der Anteil derer ist, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Da haben Sie zumindest hier mit einer Zahl operiert, was die Leiharbeit betrifft. Für mich etwas unverständlich, warum Sie die Junizahlen 2011 nehmen, die über 10.000 lagen. Frag mich einfach, warum nehmen Sie nicht die Zahl Januar 2012, wo wir dann bei 9.700 liegen? Und die Frage ist natürlich, wenn wir das in das Verhältnis setzen zu den Beschäftigungsverhältnissen, die wir insgesamt haben, nämlich 511.000, wie viel Prozent das ungefähr ausmacht? Wie hoch ist der Anteil an Leiharbeit, der ja zu diesen riesigen Schäden, die Sie hier beschreiben, führen? Und wenn Sie das natürlich mathematisch ins Verhältnis setzen, dann werden Sie feststellen, dass Sie unter 2% liegen. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit ist das Thema wichtig? Ganz klar sagen auch wir, das Thema ist wichtig, man muss sich damit befassen. Wenn es in diesem Bereich zu Lohndumping kommt, dann muss man das Thema analysieren, anpacken und gegebenenfalls Veränderungen herbeiführen. Fakt ist aber auch, das will ich nochmal sagen, dass so wie der Arbeitsmarkt in Deutschland organisiert ist, die Erfolge da sind, dass wir eine führende Wirtschaftsnation sind. Und da will ich Ihnen ganz deutlich sagen, für die CDU gehört dann das Mittel der Leiharbeit bzw. von Werksverträgen mit zu den Instrumenten, die zu diesen Erfolgen führen. Ich sage aber auch deutlich, wenn es zu Missbrauch kommt, und das ist ja wohl der Fall, zumindest wenn man Zeitungsberichten bzw. Fernsehsendungen verfolgt, ich habe das auch getan, so wie bei Plus Minus, wo es ja um die Autoindustrie zum Beispiel ging, dann kann ich das auch nur verurteilen. Ich habe aber eine etwas andere Auffassung als vielleicht Sie, aber vielleicht schließen Sie sich natürlich uns nachher an. Wenn das Instrument in der Sache vernünftig ist, dann geht es meiner Meinung nach nicht darum, das zu verteufeln und abzuschaffen, sondern dieses Instrument anzupassen und eben den Missbrauch zu verhindern. Insofern haben wir da eine etwas andere Auffassung als Sie, so wie Sie es getätigt haben. Was ich gar nicht nachvollziehen kann, ist, Frau Ministerin hat es auch angesprochen, Sie stellen eine kleine Anfrage, bestehend aus, glaube ich, 7 Fragen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und im Prinzip wird Ihnen bei jeder Frage gesagt, es können keine Auskünfte gegeben werden über die Anzahl der Werkverträge. Es kann nichts dazu gesagt werden, inwieweit die Kontrollen dort stattgefunden haben. Dazu gibt es keine Ergebnisse. In jeder Frage oder in jeder Antwort wird Ihnen gesagt, es liegen keine Daten vor.
Frau Ministerin hat Ihre Schlussfolgerung dazu gezogen. Ich will da noch mal einen Schritt weitergehen. Das, was Sie machen, wenn keine Daten vorliegen, Schluss zu folgern, dass die Anzahl zu hoch ist, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das ist aus meiner Sicht dann auch nicht redlich und unseriös. Wenn keine Daten vorliegen, dann zu sagen, die sind zu hoch. Und ich habe unmittelbar so gegen 9:30 noch mal mit der Bundesagentur für Arbeit hier telefoniert, um mir nämlich auch dann die Zahlen hier noch mal untersetzen zu lassen, so wie die Statistik diese 9.700 es aufweisen. Und es ist so gewesen, die konnten mir gar keine Auskunft geben, ob die Werksverträge dort mit enthalten sind, obwohl wir das ja immer alle sagen, sondern wahrscheinlich, dass sich das nur auf Leiharbeiter betrifft. Jetzt aber, aufgrund der modernen Technik, ist gerade eine Mail vor 10 Minuten angekommen, wo das nochmal bestätigt wird, dass das rein Leiharbeiterzahlen sind. Und ich habe dazu ausgeführt, was den Umfang betrifft. Und wenn Sie dann sogar noch in die Regionalstatistik gehen, mir liegt das vor für den Bereich Jobcenter hier Westmecklenburg. Da haben Sie immer sehr schön aufgelistet. Und ich gehe davon aus, Sie machen das auch, wenn Sie Ihre arbeitsmarktpolitischen Pressemitteilungen rausgeben. Das ist immer sehr schön aufgelistet, prozentual. Es geht dort los mit dem öffentlichen Dienst in diesem Bereich mit 14.200 Arbeitsverhältnissen. Das ist natürlich auch eine Frage, die man sich mal stellen muss. Wie soll unsere Basis weiter existieren, wenn der größte Arbeitgeber hier der öffentliche Dienst ist mit 9,5%? Und dann haben wir hier eine Rangfolge und wir finden dann tatsächlich, jetzt ist es, einen Moment mal bitte, weit hoch in die 20er, ach hier, nee, Entschuldigung, auf Platz 19 für diesen unmittelbaren Arbeitsbereich, in dem wir uns befinden, auf Platz 19 mit 2.870 Leiharbeitern, also Arbeitnehmerüberlassung, 1,9%. Das war mir nochmal wichtig zu sagen, dass es vielleicht auch nicht nur ein Phänomen ist, bezogen auf eine Region, die hier vielleicht arbeitsmarktpolitisch etwas besser dasteht, sondern auch die Durchschnittswerte in Mecklenburg-Vorpommern in der Gesamtheit bewegen sich in diese Richtung. Kurzum nochmal zusammengefasst, sollte es zum Missbrauch kommen, dann muss man der Sache nachgehen und die CDU lehnt sowas dann entsprechend ab. Aber das Instrument an sich zu verteufeln, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, um in Deutschland weiterhin erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik zu gestalten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Renz.